Ich brauche für den Schicke, für die Katrin und den Uckert den Zettel, wo sie weggeschmissen haben, also der Mirko. Ich mache Pause, dann kann er wieder reden. Ich habe angekündigt, ich brauche das fürs Gericht und so weiter und für die Genannten jetzt. Da steht nämlich drin von dem Diebstahl und so weiter. Und jetzt sagt man, okay, ich werde den Zettel zusammen, ich werde die Aufnahme wieder ins Mittel geben, werde ich in den Abfall überweisen, dann werde ich das euch zeigen, wie der Mirko dies zusammen verrissen hat. Dankeschön. PS, Christian, merk an, damit du ja gehackt wirst. Haha. Und somit das Video, wo der Bastard vorhin zu sehen war, auch nicht geschnitten werden kann, Polizei. Besser. Somit könnt ihr auch gerne meine Laptops mitnehmen, meine Handys und Tablets, und mein Tablet. Da könnt ihr das gerne überprüfen mit dem Hack. Dankeschön. Aber jetzt warten wir erst einmal, bis das Personal kommt wieder. Der Mirko hat, wie gesagt, meine Zettel zerrissen. Den Rest habt ihr gesehen. Und der Zettel ist fürs Gericht, Polizei und auch den UGA-Torsten, diesen Noch-Hausleiter in diesem Haus. Dieses Sankt wird dieses Haus verloren haben, das garantiere ich. Das weiß ich schon seit langem. Und dafür setze ich mich ein. Und wie ich mich für die Ursula einsetze, aha, hat hier jeder gewonnen. Aber jetzt warten wir, bis das Personal kommt. Ich werde euch den Abfall einmal zeigen oder wie das Personal mir entgegenkommt. Wenn ich jetzt meinen Zettel zurückverlange, das war nur eine DIN A4-Seite. Und das andere Video bekommt ihr privat per Link. Kann also noch nicht jeder öffnen. Und wenn die Polizei nicht antwortet und so weiter, was wir tun werden, oder? Dann werde ich das Film mal veröffentlichen. Da liegt es an der Polizei, oder? Damit dieses Video, wo er sich beschwert hat, wo er reingelaufen ist, haha, nachdem er was. Wie weit kann das zur Anzeige gebracht werden, ebenfalls? Aber ich bin, wie gesagt, ruhig, habt ihr auch gesehen. Haha, so lang. Bis gleich, warten wir, bis das Personal kommt. Ja, wieder PS, Christian. Vergiss nicht, das dem Uka zu schicken. Aber danke. Ich meinte natürlich den Herrn Florenz, oder Herr Florenz? Sie sind da verantwortlich für oder zuständig für das Personal hier. Aber Sie wissen, wer hier arbeitet. Ne, wobei, die haben wir schon vor Ihnen angefangen. Wobei die neue auch eine welche Personalkraft ist. Oder für den Ersatz des Brunos, der gekündigt hat. Aus welchem Grund wohl? Ich weiß es nicht, aber ihr könnt es euch alle denken, oder? Wertes Volk, wenn ihr meine Berichte habt gelesen. Dankeschön. Aber wir müssen jetzt noch hier bleiben, damit wir aufzeichnen können. Aber wenn der mir den Zettel nicht zurückgibt und versucht, den Abfall einmal auszuleeren, dann ist das wie nennt man das rechtlich? Deshalb warten wir. Und wenn ich diesen Hund aufzeichne, währenddessen er versucht, den Abfall einmal selbst auszuleeren, wenn hier doch eine Putzfrau gibt und die circa um 10 bis 11 Uhr, 12 Uhr, wenn sie hier kurz sauber macht, auch die Abfall einmal ausleert, werden wir alle Reaktionen sehen. Ihr habt die Reaktion vorher von dem Hundesohn gesehen. Ja, ich meine, Hundesohn nenne ich normalerweise nur die Leute von der Sekte. Aber ja, ich sag da, so dann. Bis gleich. Das Personal ist wieder da. Ja, bin gerade im Zimmer, habe jetzt gerade das andere Handy hier und nehme ich mit, damit ich das Personal aufzeichne. Ich meine, dies hier ist eine Aufzeichnung, logisch wie vorher auch zu mir. Aber vorhin habt ihr gesehen, und dieser Pass, ich habe das für, ich merke immer noch, dieser, mein Hundesohn, der hat diesen Ding geklappt. Der war richtig so nach hinten gedreht, so nach hinten gedrückt. Und dann war mich dort. Hey, wie konnte das sein? Die rechte Hand, ich habe doch das Satifex-Spray, was ich versprüht habe, weil das Personal da mein THC verbraucht und so. Habe ich doch gar nicht in der rechten Hand gehabt. Ja. Wie konnte das sein damit dir? Dieses Ding nach hinten dreht, da muss er das Ding in der anderen Hand schon gehabt haben, oder? Dumm war nicht dort. Dumm war. Ich habe das Video nochmal angesehen. Dumm, aber hat man wie was gesehen, ja? Wo war das Satifex damit, ja? Wenn der meine Finger so in der Hand gehabt und das voll nach hinten gedrückt hat. Aus welchem Grund? Personalleitung. Diese Zettel ist ja. Offenbar, ihr bekommt die E-Mail und so, steht auf Personalleitung, Gericht und Polizei. Drum war ich tot. Also sind wir gleich bei 4 Minuten und 4 Sekunden. Sie merkt es immer noch. Polizei, kann ich dieses Arschloch anzeigen? Selbst nicht, diese Missgeburten, wo wir jetzt Arschloch genannt haben. Polizei. Wird interessant, wie ihr antwortet. Ist ein öffentliches Video. Ihr könnt auch auf allen Videos immer dieses Dumbarm-Tyrette-Szene und so weiter. Drum war ich tot und der ist tot, ja. Und dieses Gegrinse, das ist ein German Grin. Die berichten davon von in Bezugnahme zu Jüdin Sarah Müller, ist ein Dauervergewaltigungsopfer. Doch! Ja, und dieses, wenn ich bei euch bin, der Polizei, dann ist dieses Tourette, wieso nicht? Fragt nach bei der Frau Adler. Ja, und bei der werten Frau Dretter in Bad Hölz. Und auch in Sachsen, wo die Scheiße begonnen hat. Doch! War das auch nicht. Ich meine, da war das schon, aber nur bei der Polizei nicht. Dann war ich tot. Aber ja, geht ja alles vors Gericht. Und Polizei, aber das mit der Anzeige wird interessant. Und war ich tot. Selbst wenn das Video, ich habe Schmerzen, ja, gut, auf einer Skala von 1 bis 10, ich meine, das waren schon Schmerzen, ich habe aber nicht geschrieben, aber das war auch nachträglich, jetzt noch 10 Minuten später, oder? Ist immer noch etwas zu nehmen,
Da war wie weit eine Überspannung bei einem Spastik, oder? Wobei ich die Spastik nur im Unterkörper. Ja. Aber das wird rechtlich echt interessant. Hey, boah. Ja, ich bin rechtsschutzversichert. Haha. Ja, Mann. Könnte man hier irgendwas machen? Oder ja. Wenn ihr eine Ahnung habt. Danke. Jetzt hat hier das Bild kurz gehangen. Wie gesagt, eine Ahnung habt. Und dann so. Aha. War mich tot. Wie ist das möglich? Hm? Polizei und Gericht. Ich komme natürlich direkt auf YouTube drauf. Aber jetzt warten wir mal, bis das Personal kommt. Ist nämlich noch nicht wiedergekommen. Die sitzen immer noch hinten. Aber das werde ich gleich beweisen. Boah. Ja. Jumbam ist tot. Mit dieser Kamera hier. Jumbam ist tot. Löschen wir erstmal ein paar Dateien, damit wir wieder Platz haben, oder? Genau, Fotos. Ich kann das auch nicht aktualisieren, den ganzen Scheiß. Ah, hier sind die ganzen Fotos von den Einstichen. Dumm war mich dumm. Dumm. Ja, Polizei. Kommt er wegen dem auch? Jumbam ist tot. Jumbam ist tot. Ja. Es geht hier um Selbstsicherheit auch. Und diese Bastard haben sie jetzt dann nie das Zimmer durchsucht. Jumbam ist tot. Hey, so ist das hier so bei Google. Könnt ihr irgendwas erkennen? Ist nur so, ich bin noch. Habe ich Hotspot an? Und war mich tot. WLAN bin ich verbunden, oder? Ja, prüfe. Und war. Dein Kennwort und versuche erst erneut, oder? Und war mich tot. Hey, nein, ich bin verbunden. Tombambe. So weit war die Verbindung jetzt weg. Und jetzt passt auf. Wenn das auch auf meinem Handy ist, oder? Dieses Google-Dings und so. Und war mich tot. Wieso ist es dann so? Hey, okay, jetzt werden wir, jetzt ist ein zweites Video mit 0815. Werden wir schaffen, innerhalb der letzten Minute und so weiter, gleich die Zettelaufsammlung vom Personal. Bis das Personal hier, der Mirko und so, mir den Zettel wieder gibt fürs Gericht und Polizei und das Volk. Dankeschön. Ja, guten Tag, wir warten immer noch. Ich meine, wir können letztlich sehen, oder wann das Video gestartet wurde. Ich hoffe, das kann man erkennen. Oder die Uhrzeit. Wir haben 10 Uhr 53. Und das Personal ist wo am Arbeiten. Kann man es erkennen. Oh, ich fahr kurz raus, Mann. Aber das schaffen wir jetzt nicht mehr mit 0 auf 15. Dann hätten wir gleich noch 50 Sekunden. Ja, doch. Wir machen einfach auf Pause. Wir haben ja die andere Kamera am Laufen dann, wenn das Personal kommt. Aber hier ist niemand zu sehen, wie wir sehen können. Aha. Und falls wir jetzt jemand hier gesehen haben, wäre das Volk und Polizei. War es keine Absicht, die haben auch noch nichts dagegen. Und dann ist tot. Ja. So, wie gesagt, die Polizei angerufen und die wird vorbeischauen. Stumpf am Strot. Da fahre ich dann auch mal gleich wegen den Einstieg nach, oder? Stumpf am Strot. Vor dem Bombe. Ja, Polizei. Guten Tag. Es gibt ein weiteres Video, seht die Videobeschreibung. Haha. Das hat er mir gegeben. Dieser Mirko. Und hat gemeint, es wäre Müll gewesen. Ja, wie kommt denn der Müll von meinem Zimmer oder irgendwo in das Personalbüro? Ist aufgezeichnet. Alles. Dankeschön. Haha. Ja, Polizei. Da steht immer drauf, potenzielle Kommentare zurückhalten. Ich kommentiere alles. Also in den letzten 50. Bitte jetzt alles Gericht und Polizeisache, oder? Ich bedanke mich. 0815 ist ja was. Also, Dankeschön.